Hallo, ich bin der Thomas. In diesem Projektvideo werde ich zeigen, wie wir aus einer Aluminiumplatte einen Flaschenöffner fräsen. Dabei handelt es sich ebenfalls wie im How-To-Video um ein 2,5D-Fräsen. Wir werden einen 3 mm zweischneidigen Fräser verwenden und in dem Video werde ich im Speziellen auch noch zeigen, wie man flüssig kühlt, um Metalle fräsen zu können. Um jetzt unseren Flaschenöffner zu fräsen, muss ich zunächst G-Code erstellen. Dafür bin ich hier wieder im VCraft Pro. Sage ich einfach Datei öffnen, öffne ich einfach meinen Flaschenöffner. In dem Fall kontrolliere ich einfach, ob die Maße stimmen. Bei der Materialstärke gebe ich eben die 3 mm von meinem Material ein. Den Nullpunkt setze ich auf die Oberfläche und in die linke untere Ecke und dann sage ich einfach OK. Dann wechsle ich einfach zu meinen Werkzeugwegen. Jetzt ist entscheidend, dass ich eben von innen nach außen arbeite. Ich habe zwar keine Taschen, aber wichtig ist eben, dass ich zuerst die Innenteile schneide, bevor ich den ganzen Flaschenöffner ausschneide. Das heißt, ich wähle zunächst die Innenteile aus, sage Konturbahn erstellen, lasse meine Anfangstiefe auf 0 mm, setze die Frästiefe in dem Fall eben um 1 mm tiefer das Material, das heißt auf 4 mm. Wähle beim Werkzeug einfach unter Alu den 3 mm Fräser aus. Und bei der Bearbeitung sage ich, dass ich innen fräse, weil ich den Außenteil eben weiterverwenden möchte. Dann gehe ich hier einfach auf Berechnen, werde gewarnt, dass ich durch das Material durchfräse, das akzeptiere ich einfach und sehe schon die 3D-Ansicht, wie das Ganze gefräst wird. Den Außenteil kann ich jetzt einfach auch auswählen, sage auch hier wieder eine Konturbahn erstellen, lasse die Anfangstiefe wieder auf 0, Frästiefe lasse ich auf 4 mm, beim Werkzeug nehme ich ebenfalls den 3 mm Fräser für Alu. In dem Fall sage ich aber eben, dass ich außen fräsen möchte und füge noch Stege hinzu, dass sozusagen mein Werkstück dann im Material gehalten wird. Die Größe der Stege kann ich jetzt natürlich kleiner wählen, das heißt, ich wähle hier jetzt zum Beispiel 1 × 2 mm, weil ich im Alu einfach viel stabiler bin und deswegen deutlich kleinere Stege benötige. Füge diese einfach hinzu. Gehe auf Berechnen, werde wieder gewarnt, dass ich durch das Material durchfräse. Das akzeptiere ich einfach und sehe schon, wie das Material dann sozusagen gefräst wird. Ich kann auch hier wieder sagen, dass ich eine Vorschau haben möchte, damit mir angezeigt, wie das Ganze dann nach dem Fräsprozess aussieht. Wenn das Ganze so für mich passt, kann ich hier einfach auf das Diskettensymbol gehen, wähle wieder die Werkzeuge aus, die ich gefräst haben möchte, gehe auf Werkzeugwege speichern und bekomme hier wieder meine .nc-Datei, die ich eben für die Fräse benötige, gehe auf Speichern und bin bereit, das Ganze auf der Fräse auszufräsen. Nachdem ich jetzt den G-Code erstellt habe im CAD 2D, habe ich schon die Platte eingespannt in der Fräse und als nächstes muss ich einfach den Fräser einspannen. Nachdem ich den Fräser eingespannt habe, starte ich einfach das USB-CNC. Dann mache ich die Referenzfahrt. Und kann einfach über das Jog-Menü wieder meinen Nullpunkt festlegen. Das heißt, ich fahre einfach dahin, wo ich den Nullpunkt gern hätte. An der Stelle kann ich jetzt X und Y Nullpunkt einfach setzen. Für den Z Nullpunkt würde ich in dem Fall die Methode mit dem Zettel verwenden. Aus dem ganz einfachen Grund, das Aluminium ist zu hart, um die Spindel mit der Hand zu drehen und langsam dagegen zu fahren. Deswegen nehme ich einfach ein Blatt Papier, lege das darunter. Fahre
fahre mit der Z-Achse langsam darauf zu und bewege dabei den Zettel, bis er stecken bleibt. Sobald der Zettel stecken bleibt, setze ich einfach die Achse 0 und kann wieder nach oben fahren. Nachdem ich den Nullpunkt gesetzt habe, kann ich einfach den Cheatcode laden. Einfach unter Auto und Load wähle ich den Cheatcode aus. Und kann dann über das Jog-Menü wieder kontrollieren, ob ich eh nicht gegen die Aufspannung fahre und im Material bleibe. In dem Fall geht sich das ohne Probleme aus und ich kann grundsätzlich fräsen. Was jetzt noch wichtig ist, dadurch, dass ich Aluminium fräse, das muss ich flüssig kühlen. Dafür verwende ich das Fenella, das man hier im HappyLab kaufen kann. Und dafür verwende ich diesen Flüssigkeitstank, den ich hier unten habe. Dazu schraube ich einfach diesen Tank ab. Dann würde ich empfehlen, einfach den Deckel abzuschrauben und nicht das Mittel in den Tank zu schütten, sondern einfach den Tank als Ganzes, also die Flasche als Ganzes in den Tank zu stellen. Und dann ist aber wichtig, dass man diesen Schlauch, der herunterhängt, einfach in die Flasche einführt und das Ganze draufschraubt. Der Vorteil ist, wenn ich fertig bin, kann ich die Flasche einfach wieder rausnehmen und muss nicht wieder zurück in die Flasche schütten. Das heißt, ich schraube das hier fest und habe das Fenella vorbereitet. Nachdem ich jetzt das Fenella in den Tank gegeben habe, muss ich natürlich noch einstellen, wie viel vorne rauskommen soll. Wie mache ich das? Ich richte einfach die Düse direkt auf den Fräser. Muss natürlich auch hier beachten, dass während dem Fräsen die Düse nicht hängen bleiben kann. Das heißt, sie muss hoch genug sein, sollte aber auf die Spitze vom Fräser richten. Dann drehe ich einfach die Luft ein und kann mit der Schraube, die ich hier oben habe, die Flüssigkeit dazu schalten. Um zu überprüfen, wie viel Flüssigkeit kommt, nehme ich einfach ein Blatt Papier und halte das drunter und sehe, dass genug Flüssigkeit kommt und kann die Luft wieder ausschalten. Nachdem ich jetzt den Nullpunkt und die Flüssigkühlung eingestellt habe, kann ich einfach die Türe schließen und unter Auto auf Start drücken. Daraufhin werde ich nach dem Werkzeug gefragt. Das ist wie bei jedem Fräsvorgang. Das erste Werkzeug wird auch vermessen. Genau das fragt er jetzt und ich würde auch wirklich raten, selbst wenn man nur ein Werkzeug verwendet, auch dieses zu vermessen. Das bestätige ich einfach. Bei der Länge sind 100 mm vorgeschlagen. Wenn man einen Fräser hat, der länger als 100 mm ist, unbedingt etwas eintragen, was deutlich größer ist als der Fräser. Bei allen hier im HappyLab gekauften Fräsern die 100 mm einfach stehen lassen. Der Fräsvorgang ist jetzt fertig, das heißt, ich kann jetzt die Platte einfach rausnehmen, das Werkstück aus der Platte lösen und die Tabs abschleifen. Fertig sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Hier sind die Tabs schon mit der Hand abgeschliffen worden, das heißt, ich kann dann wirklich mein Werkstück ohne irgendwelche Rückstände von den Tabs einfach bekommen und so weiterverwenden.